Dienstagmorgen. Wir dürfen den nächsten Neuzugang vorstellen. Noel Niemann ist bei uns. Herzlich willkommen im VfL. Wir freuen uns sehr. Noel, magst du dich einmal vorstellen, wo kommst du her? Was hast du bisher so erlebt in deinem Fußballleben? Also, servus erstmal. Ich bin Noel Niemann, wie schon gesagt. Ich bin 22 Jahre alt. Ich habe im Profifußball angefangen beim TSV 1860. Bin dann nach Bielefeld gewechselt, habe dann zwei Laien hinter mir gehabt bei Türkgücü und in Hartberg in Österreich. Und jetzt bin ich hier. Jetzt geht's zum VfL. Wir freuen uns sehr. Was bist du für ein Spielertyp? Wo spielst du am liebsten? Was kannst du vielleicht besonders gut? Also am liebsten spiele ich auf dem Flügel eigentlich, links oder rechts, mir eigentlich egal. Ich würde sagen, ich komme auf jeden Fall über mein Tempo und ich habe gerne auch einen Ball am Fuß und versuche zu dribbeln und ja, kriege gern Chancen, schieße gern Tore. Das ist mein Ding. Was hat dich dazu bewogen, hier beim VfL zu unterschreiben? Gehst eine Liga runter, was ist die Hoffnung? Ich hatte einfach das Bedürfnis, zu einem Verein zu gehen, der mich unbedingt möchte, der voll hinter mir steht. Und das hatte ich einfach hier von der ersten Minute das Gefühl, dass sie das mich unbedingt wollen und sagen, sie wollen mir helfen, mich weiterzuentwickeln. Und deswegen bin ich den Schritt gegangen und bin auch sehr, sehr froh drüber. Auf was freust du dich? Warst du hier schon mal an der Bremer Brücke? Hast du was gehört? Schilder doch gerne mal. Tatsächlich habe ich nur gehört vom Mythos und habe noch nie hier gespielt. Aber ich habe gehört, dass die Fans mega geil sein sollen. Das kann eigentlich eine geile Stimmung hier sein. Und da freue ich mich möglichst schnell drauf, dass es kommt. Da freuen wir uns auch drauf. Letzte Frage, deine persönlichen Ziele. Du hast schon gesagt, du wolltest zu einem Verein wechseln, der richtig auf dich baut, der dir auch ein gewisses Vertrauen entgegenbringt. Was ist das Ziel? Möglichst viel zu spielen einfach? Das Ziel ist auf jeden Fall, sage ich mal, durch meine Qualitäten der Mannschaft möglichst gut zu helfen, meine Qualitäten dort einzubringen und dann natürlich so viel zu spielen wie möglich, aber auch so erfolgreich wie möglich. Also viele Tore, viele Assists, weil ich glaube, das hilft auch der Mannschaft am besten. Auf jeden Fall. Dafür viel Erfolg. Danke dir für das erste Interview. Danke dir.